Der Apostel Paulus ist neugierig. Er will wissen, wie es in der von ihm neu gegründeten Gemeinde in Thessaloniki, also in Griechenland, läuft. Doch er selbst kann nicht weg. So entscheidet er sich, seinen Weggefährten Timotheus von Athen aus zu entsenden. In dem Brief, den er dann an die Gemeinde schreibt, drückt Paulus seine Freude darüber aus, dass Timotheus diese Gemeinde so treu und fest im Glauben vorgefunden hat. Sein Wunsch an die Gemeinde kommt von Herzen. Dies ist der Impuls für den heutigen Tag, und wir können im Brief des Paulus lesen: Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann. Dieser Wunsch hat alles in sich, was es braucht, damit eine Gemeinde leben und sich vergrößern kann. Es braucht die Liebe, die nicht nur bei denen stehen bleibt, die man sowieso schon kennt, sondern die sich auch für die öffnet, die einem noch fremd sind. Damit aus Fremden Freunde werden, braucht es ein geöffnetes, weites Herz und offene Arme. Das ist dann wirklicher Reichtum. Genauso wie Paulus damals wünsche ich das den Gemeinden auch heute. Wir sind auf einem guten Weg. Also, wie hieß es früher in der Jugendarbeit, immer am Ende einer Gruppenstunde? Mit Jesus Christus mutig voran.